Nein. 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 Ja. Nein. Ich ja. Victoria. Also ich habe schon was davon gehört. Ja. Ja, Singer versucht sie zu verwirklichen zum Beispiel. Die sind aktiv dran. Man soll mit 2000 Watt auskommen, um halt den Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Ohne dass man Lebensqualität verliert, und das geht's halt. Mit der Kampagne Wir leben 2000 Watt wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern in 10 Städten der Drei-Länder-Region eine einfache Idee näherbringen. Gut leben geht auch mit weniger Energie. Eine anregende Infobroschüre, eine spannende Website und eine anschauliche Plakatkampagne sind die Bausteine. Besonders wichtig ist uns aber auch, die Leute direkt anzusprechen, mit unterhaltsamen Aktionen. Beim Essen lässt sich viel Energie sparen, ohne auf Genuss zu verzichten. Darauf macht der 2000 Watt Aktionstag am 5. Juni aufmerksam. Kantinen, Restaurants, Großküchen und Mensen aus 10 Städten der Region machen mit und servieren heute ein 2000 Watt Menü. Es geht darum, regionale, saisonale Küche anzubieten, entweder mit wenig oder keinem Fleisch. Ja, ich finde es toll auch, dass die Uni da mitmacht und dass so viele Menschen gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht werden. Das 2000 Watt Menü ist natürlich schon ein Hingucker auf der Karte. Einen gemeinsamen Aktionstag mit 10 Städten auf die Beine zu stellen, erfordert richtig viel Vorbereitung. Umso mehr freue ich mich, dass wir aus dem Stand rund 50 Gastronomiebetriebe zum Mitmachen gewinnen konnten. Das macht Appetit auf mehr, und da bin ich mir sicher, dass im nächsten Jahr noch mehr Restaurants, Großküchen und Kantinen beim Aktionstag 2000 Watt Menü dabei sein werden. Oh, der König fährt mit seinem Dampfmobil den ganzen Tag in seinem Schloss herum. Dafür braucht er diese Bäume. Dampf braucht er, Energie braucht er, und die Bäume, die werden es ihm geben. Mit dem Puppentheater König Sausbraus gibt Gas haben wir allein hier bei uns in Feldkirch über 500 Kinder für das Energiesparen begeistern können. Und mit dem Ausmalplakat, das die Kinder bekommen haben, können die Pädagogen dieses Thema Umwelt nochmal vertiefen und aufgreifen. Und wie man sieht, macht es den Kindern sehr viel Spaß. Also ich finde, platte Erziehungsbotschaften haben in einem Puppentheater nichts zu suchen. Kinder sind viel, viel schlauer, als wir Erwachsenen oft denken. Deshalb habe ich mir hier diese spannende Geschichte von König Sausbraus und dem Drachen Willi ausgedacht. Hier kommt das Thema Energieverschwendung, Müllberge, spielerisch und sehr, sehr spannend über die Bühne. Und die Kinder werden zum aktiven Teil der Geschichte. 1, 2, 3! Ich find's gut. Also mich würde es ansprechen. Ich finde es sympathisch. Genau. Oh, finde ich gut. Schöne Blicke. Mensch, das habt ihr gut gemacht. Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Trotzdem ist das Lied zu Ende. Klatsch ganz fest in eure Hände. Aber wenn ich Feuer spucken könnte, würde ich dem König Feuer unter den Po machen.